Yo, servus und herzlich willkommen zum neuen Video von mir. Diesmal wieder Far Cry, habe ich schon länger nicht mehr gebracht und deswegen habe ich mir gedacht, das kann ich mir nicht bieten, hier nichts zu machen. Deswegen beginnen wir mit dem Machen weiter, würde ich sagen. Erzähl mir von deinen Freunden. Im Funk hieß es, war schon im Lösegeldvideos in der PC auf. PC? Pirates Cove. Wir nennen sie Sunset Cove. Das ist eins ihrer Gefängnisse. Verstehe. Bedenke, Chris, die Stärke, die du vom Pfad empfängst, okay. Was für Waffen habe ich denn im Moment? Ja, die. Drei habe ich keine. Ja, die passen eigentlich alle ganz gut. Ja, dann suche ich mal. Wo gehe ich hin? Wo gehe ich am besten hin? Ja, Kiste plündern. Bin ich aber auch. Ach ja. Würde ich fast sagen, nehme ich mir so ein schönes Jetski. Nee, Jetski mag ich nicht. Ich nehme hier direkt die großen Bomber. Ah, geil. So kann das nur ich. Dieses Geld wieder unterwegs. Und jetzt geht's los. Ach du Scheiße, das sieht man da wenig. Nee, das wollte ich jetzt eigentlich nicht. Von Außenperspektive geht es ja. Geht hier, glaube ich, gar nicht, ne? Nee, geht nicht, aber. Egal. Deswegen fährt er gleich wie ein Panzer, aber. Naja. Wieso nicht, ne? Erstmal zum Funkturm. Und da müssen wir doch mal schauen, ob wir was Gescheites finden. Ich glaube, das erste, was wir finden, sind vor allem erstmal Piraten, aber. Naja. Kurzes Speichern, was auch immer das gerade soll, ich weiß es nicht. Also wie ich das sehe, ist ja kein Pirat. Bö. Später dort. Später. Mit unseren Freunden. Gut. Bis dann. Okay, dann nehmen wir jetzt erstmal diesen Funkturm ein. Da hoch. Wohin denn? Boah, blöde Kirchenglocken, hört darauf zu läuten, meine Güte. Ich nehme gerade auf. Das geht nicht. Ein ziemlich leichter Funkturm, wenn es immer so weitergeht. Wie? Das kann ja gar nicht sein, das ist das für ein Funkturm. Ja, war ja schon ein bisschen easy, ne? Ein bisschen einfach war der schon. Wenn wir jetzt schon oben sind. Ja, das war's jetzt, würde ich schon sagen. Ha, krass. Ab nach oben. Meine Güte, diese Kirchenglocken hören auch nicht mehr auf. 20 Uhr ist eine Scheißzeit. Da sind die Kirchenglocken einfach nur am rumtrollen, ey. Na egal, nicht so schlimm. Was ich eigentlich sagen wollte, ist eigentlich, ich habe jetzt bald Ferien, dann kann ich ein bisschen mehr aufnehmen, denke ich, vor allem ein bisschen länger. Ich mache zwar einen kleinen Ferienjob, aber der wird mich nicht davon abhalten. Danach bin ich aber auch 2 Wochen im Urlaub, also am 7. fahre ich in Urlaub und dann irgendwie 2,5 Wochen oder so. AIDA, Kreuzfahrt. Norwegen Nordkap ist das. Bin ich mal gespannt drauf. Und diese Kisten, meine Güte, ich drück doch die ganze Zeit eh. Ach, egal. Keine Lust, mir das hier anzutun, wie so ein Behinderter. Naja, gut, wo gehen wir hin? Da brauche ich schon mal nichts, dann gehen wir zum Pelikan. Ja. Nee. Ruhige Hand hört sich schon besser an. Gibt's auch keine Sniper, aber falls ich mal eine habe, lohnt sich das. Das geht auf, du blödes Teil. Wenn mich einfach nur drohen, jetzt geht auch auf. Ah, jetzt. Rosa Handschellen? Hey, da wundert mich jetzt erstmal nichts mehr. Naja, wo muss ich denn eigentlich hin? Ach so, da kann ich auch laufen. Nee, da möchte ich nicht hin, aber ich möchte da hin. Okay, gut. Dann nehmen wir die Seilrutsche und da bin ich unten dran. Ach Gott.
bisschen nah an denen gelandet. Da sind welche. Da sind welche. Da ist einer. Da. Durchschießen wäre ein bisschen langweilig. Und ein bisschen schwer. Was war denn das Hauptproblem da? Ist hier noch einer? Ja, klar sind da noch welche. Ist da oben noch einer? Ich sehe da Bewegungen, ja. Dann hole ich mir erstmal den da oben. Ich hoffe, dass das kein Wolf kommt, weil der wäre mir so ganz ein bisschen versauen, dieser Wolf. Okay. Der dürfte uns eigentlich nicht sehen. Tück, gebe ich ihm mit und er ist weg. Wieder ein Pfeil mehr. Der Pfeil gefällt mir schon mal richtig gut. Also ich muss echt sagen, da ist ein bisschen OP sogar. Eigentlich würde ich am liebsten erstmal einen Aussichtsturm, den Aussichtstypen eliminieren, aber... Boah, wie duckt man sich denn hier? Achso. C, ja. Hab mich die ganze verklickte, lol. Ah, die trennen sich jetzt, wie schön. Nicht von denen. Ich hab doch eigentlich zwei Pfeile. Das ging doch schnell. Präzise und schnell. Nicht der beste Anmachsprenner vor, aber naja. Aber, okay, der war jetzt echt flach, einfach nur noch. Hab schon mal einen besseren gebracht, war egal. Ach ja, meine Witze sind einfach immer gut. Der Kanal steht sowieso für qualitativ hochwertige Witze und spaßigen Content. Ich weiß schon, dass ich das nicht so gut rüberbringe im Moment, aber was nicht ist, kann noch werden. Was höre ich hier? Gebeam. Ach, wer hechelt denn da so? Ein bisschen ruhiger werden, der Typ, ja unglaublich. Was läuft bei dem schief? Ach, da oben muss ich hin. Den Alarm zu deaktivieren. Die drei kann ich mir nicht mit meinen zwei Pfeilen, aber den kann ich mir schon mit Pfeilen. Erstmal markieren. Danke. Boah, ey, regt schon ein bisschen auf das Geräusch. Ach, das ist eine Schlange. Gebeam. Boah, Alter. Scheiße, um dieses Viech. Kann ich das Viech auch häuten? Oder hat mir das jetzt gar nichts gebracht? Okay, hat mir anscheinend nichts gebracht. Dann gebe ich dir hier mal kurz ein paar Kits mit. Nein. Ich hoffe nur, der hört mich nicht. Sicher, wenn ich mit dem Pfeil schieße. Okay, passt. Muss ich den jetzt messern, oder? Okay, hier traue ich mich eigentlich nicht, Pfeil zu schießen. Aber ich habe mich jetzt so gut hier durchgesneakt. Und hier über drüber kann ich auch nicht schießen, das wäre ein bisschen auffällig. Hm. Wie hole ich mir den Typ am geschicktesten? Jo. Läuft es doch? Nee, zu auffällig. Dann nehme ich mal den Weg hinten rum und schon wieder nicht so rüber voran. Mann, ich soll jetzt echt aufhören. Die werden immer schlechter. Gott, war das schlecht. So schlecht habe ich ja schon lange nicht mehr geschossen. Wow. Ey, dieses Aiming.
Commander Krieger würde jetzt sagen, dass Aiming das YouTube revolutioniert hat, aber meins ist glaube ich noch schlechter. Ich schieße einfach nur random, hab Glück, dass ich so viel Munition drin habe und dass ich nicht so viel Schaden bekomme. Na, gib mit hier. Na komm, jetzt gib mir deine Munition. So viel wie ich verballert habe, brauche ich ein bisschen was wieder. Unglaublich. Ist das Hasch? Soll ich mal anbrennen, ja. So, und ich nehme ich auch noch mit. Na, hopp. Also bei mir backt das zur Zeit ein bisschen mit dem Aufheben, habe ich das Gefühl. Oder die E-Taste ist kaputt, was ich bezweifle, weil sie irgendwie die ganze Zeit funktioniert. Aber naja, keine Ahnung. Beides ein bisschen nervig. Ein Schuss habe ich nur. Ist wenig, aber denke ich machbar. So, dann muss ich jetzt zu diesem Typen da vorne gehen. Hier habe ich irgendwo Pfeile niedergeboxt. Ah, da ist noch eine. Okay, passt. Jetzt fängt die andere Kirche an. Unglaublich. Päckchen Kokain. Und ein Zellenschlüssel hat dabei. Schlechte Mischung. Also, diese Kirchenglocken, die würde ich am liebsten mal loswerden, ehrlich gesagt, aber... Oh Gott, war schlecht. What the fuck? Das war jetzt eher schlecht, würde ich sagen. Ich wollte die Waffe wechseln. Ja. Ja, das ist ein bisschen wenig Leben, was ich da gerade habe. Boah. Hat sie mir gerade ein Fass entgegengerollt? Und die nächste Kirche fängt an. Ist unglaublich. Egal. Hier noch ein bisschen Munition mitnehmen. Habe ich noch Pfeile? Ich habe die wahrscheinlich in die Walachei geballert, wie so ein... Ja, keine Pfeile mehr, ne? Nö, sehr schlecht. Sieht nicht so präzise aus mit Pfeilen. Muss doch irgendwo ein Pfeil sein. Ich habe doch irgendwo einen Pfeil reingedrückt. Ah, hier ist einer. Oh, direkt... Naja, einer. Ich hab schon gedacht, zwei. Das wäre ein bisschen zu schön. Bei meinem Aim wäre es aber doch vertretbar. So. Stelle eine große Brieftasche her. Okay, so viel Geld kann ich nicht mitnehmen. Eine LCD-Armband. Oh, what the fuck? Ah, da ist ein Pfeil. Yay, wieder meine zwei Pfeile. Lisa, ich komme. Ja, unauffällig. Genau, schrei noch kurz eine Runde. Also, muss jetzt nicht sein. Wäre aber intelligent. Wäre nicht so intelligent, aber hätte jetzt nicht sein müssen. So will ich sagen, ich bin gerade ein bisschen verpeilt. Boom. Das war jetzt sogar gar nicht so schlecht. So, da kann ich direkt wieder zu meiner Lieblingswaffe wechseln. Wow. Da nehme ich dann doch lieber die andere. Nachkommen. Ah, Mann. Ja, das war jetzt nicht ganz so skillig, aber pff, naja, was soll man tun, ne? Okay, ach, ich muss von ganz vorne anfangen, wie schön. Also, wo werden diese Lösegeldvideos gedreht? No-Scope hier auf dem Freien. Okay. Nein, gib meine Waffe wieder her. Obwohl, hier wäre eigentlich die Pumpe sogar, glaube ich, stärker. Gib mal wieder alles her, nachdem ich das hier nicht geschafft habe. Zerbrochener Kompass. Was ist mit dem zerbrochenen Kompass? Warum haben die alle einen zerbrochenen Kompass dabei? Eine Kugel rein und dann geht es jetzt hier ab. Auf jeden Fall besser, wird auf jeden Fall besser. Lisa,
Komm mal her, dein Zauber. Ich komme, Lisa. Boah, hör auf rumzuschreien. Pumpen-Action würde ich da nur zu sagen. Meine Pfeile. Mein zweiter Pfeil. Wo habe ich denn hingeschossen? Na, komm. Ey, sag mal, könnt ihr mal aufhören, mich alle zu hitten? Übertreibt es ein bisschen. Ach komm. Irgendwann waren genug bei mir. Ihr könntet jetzt ruhig aufhören, alle auf mich zu gehen. Aber okay, müsst ihr auch nicht. Ja, du mich auch. Okay, Brieftasche ist immer noch voll. Nee. Das ist ein Freak, mein Freund. Nur ein Video. Sie ist nicht hier. Tja. Das ist ein echter Freak, Alter. Was? Wo bist du? Boom. Ja, das war jetzt auf jeden Fall eine nette Begrüßung. Mal schauen, was jetzt kommt. Ich glaube, die haben mich nicht so lieb nach den ganzen Aktionen. Leicht melancholische Musik, würde ich fast sagen. Und ja, das ist ja wirklich theatralisch von ihm. Ah, er war ein super Tänzer. Das ist eine schlechte Idee. Nein, lass mal lieber. Das, ja, wir haben doch, sind befreundet. Best Friends und so. Sieht er vielleicht meine Schwester, diese Ratte? Hm? Jetzt bist du einer von uns. Denkst du, du bist jetzt wie ich? Hm? Hoffentlich nicht. Der Boy ist geil auf das Dschungelfieber. Meine Schwester kriegt eine Kugel durch ihren Kopf gejagt. Genau wie bei deinem Bruder Grant. Fick dich! Du bist sauer, Jason. Du bist sauer. Okay. Ohne Familie, wer sind wir denn? Früher hätte ich alles getan für meine Schwester. Ich habe sogar getötet für meine Schwester. Tust du das nicht immer noch? Aber das hat dir nicht gereicht. Nein, bitte. Ja. Weißt du, das mit der Familie? Ich glaube, das sind leichte Beziehungsprobleme mit der Familie. Die bringen Dinger, das setzt du familiäre Probleme. Sagen Sie zu mir, was? Wer verfickt doch mal, ist dir wichtiger? Die oder ich? Ich oder die? Freaky! Echt, als ob die denken, dass ich mich entscheiden müsste. Übrigens, dein Feuerzeug ist scheiße. Hätte doch so schön gepasst. Wirklich zu blöd, dass Citra dich tätowiert hat. Jetzt reicht es nicht, dich zu töten. Man muss dich auslöschen. Ist okay. Nicht weinen. Ist schon okay? Jason. Ich schwöre bei Gott, Mann. Es ist wunderbar, dass du bereit bist, für deine Liebste zu sterben. Wundervoll. Ich bin begeistert. Wow. Sehr instabiles Gemäuer. Wow. Ja, wie kann denn jetzt schon alles brennen? Das hat doch nicht mal angefangen. Ach komm. Der hat nur oben gerade angezündet. Warum brennt das schon das ganze Gebäude und stürzt ein? Das ist. Ja, darf ich mich jetzt auch bewegen dann? Warum habe ich denn meine Waffe? Ja, ach, wart. Ganz schlauer. Heilige. Ist da auch ein Rohr? Ach, hier kann ich durch. Ach, die Holztreppe brennt nicht. Ja, okay, ich lasse es jetzt halt. Nach 2 Minuten 30, dann ist meine Tante verbrannt. Du siehst die Tür? Wahrscheinlich haut mir das Spiel zu gerne rein. Er von meinem Nahkampfangriff. Ja, ich möchte eher reingehen. Hä? Ist das blöd?
Ja. Brachiale Gewalt. Ein bisschen schneller geht schon. Falsche Tür, würde ich fast sagen. Boah, hör doch auf zu schreien. Aber ja, nicht schon genug Stress haben, müsste jetzt noch mehr schreien. Okay. Na hopp. Ja. Was explodiert in diesem Gebäude eigentlich? Nee. Geh weg von mir. Ja, die Zeit haben sie aber gut bemessen. Das wäre auch meine Antwort. Ich hab ne Idee. Okay. Oh. Oh nein. Den Arsch haben sie aber gut dargestellt. Der einzige Weg runter, komm schon. Oh. Oh mein Gott. Schlecht. Ja, das mit dem Land müssen wir nochmal üben. Ja. Naja, au. Das sah jetzt nicht ganz so angenehm aus. Gönn dir. Naja, dann rennen wir lieber, mein Freund. Warum brennt er sein eigenes Haus ab? Standardsituation. So, jetzt aber. Racheale Gewalt. Okay. Das klappt doch eigentlich ganz gut. Oh. Ja, darf ich lieber der Waffe. Oh, ja, okay. Dezent OP, ne? Ja. Geil. Unendlich viel Munition. Ja, das gefällt mir doch. So ist das Ganze schon kompetent gelöst. Genau die richtige Aufgabe für mich. Ich muss damit nicht klarkommen. Echt jetzt? Natürlich schieße ich auf sie. Nicht so ruckartig! Du bist keine Hilfe! Mhm. Boom. Fahr geradeaus! Ich schieße immer daneben! Ich soll ruhig bleiben, wenn die auf mich schießen! Ja, die schießen ja auf mich, nicht auf dich. Aber ein, zwei Schuss hätten schon mehr reingepasst, muss ich sagen. Das Magazin. Dann fahr du doch! Standardantwort von der Frau. Ja, die Grafik ist geil. Oh mein Gott, oh mein Gott, oh mein Gott! Schneller, schneller! Keine Straße geht nicht! Sag mehr, die Bullen! Gib ihm. Oh Gott. Wieso ist der Motor aus? Nein, abgesoffen! Dreh den Schlüssel! Tritt auf die Kupplung! Welches Pedal ist das? Oh, bin ganz auf Kamm. So, wieder da. Okay, geil. Ey, das war jetzt sogar gut gezielt. Okay, ich bin nicht getötet, aber trotzdem gut gezielt. Sehr gut. So gehört sich das doch. Ich kann natürlich nicht nach hinten zoomen, was ein kleines Problem ergibt. Aber dürfte nicht ganz so schlimm sein. Gib doch ein bisschen Gas! Alter, die fährt. Diese Fischer haben gar nicht gemerkt, was passiert ist. Das ist langsam, das habe ich ja noch nicht gesehen. Großartig! Oh, hältst du fast draufgehen oder als Sklave verkauft werden für witzig? Elisha, beruhige dich. Es ist ein Albtraum. Okay, hör zu, ich mach das schon.
Weißt du, wo die Piraten die anderen hingebracht haben? Sie sagten, sie haben Oliver zum Bunker gebracht. Bin ich sicher bei Keith und Daisy. Was ist mit Riley? Ich weiß nichts von Riley oder Grant. Grant ist tot. Aber ich würde es lieber von dieser Insel runter, ehrlich gesagt. Denn ein, zwei Piraten könnten vielleicht doch hinter uns sein. Wo ist sie? In Sicherheit. Na los, ich bring dich hin. Hauptsache erstmal kurz ein Päuschen machen. Und bei dem Stichwort Pause würde ich eigentlich sagen, danke fürs Zuschauen und war eine coole Folge. Wir werden uns in der nächsten Folge wiedersehen und ja, genau, dann ciao und tschüss.